Hallo Freunde des Lichts. Wir haben jetzt den 1. Februar und bin gerade bei der Februar-Durchsicht. Habe jetzt die Varroen gestern nochmal letztmalig ausgezählt bei allen 5 Völkern. Alle 5 Völker habe ich den gesamten Januar jeden Tag die Varroen ausgezählt und bin da teilweise zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen. Also die Varroa-Behandlung mit dem Oxomaten oder Gasomaten, wie er heißt, scheint sehr erfolgreich zu sein, aber ich zeige es euch gleich. Jetzt werde ich erstmal noch schnell das Gewicht ermitteln. Diesen Monat, letzten Monat habe ich es ja schon ermittelt, ihr wart dabei im letzten Video. Jetzt werde ich nochmal schnell das Gewicht ermitteln, was an Futtervorräten in den Völkern ist. Und dann sehen wir weiter. So, und was ich jetzt noch mache, ist die Fluglöcher kontrollieren auf Totenfall und eventuell tote Bienen aus dem Gitterbereich abräumen, dass die Bienen, wenn es wärmer wird, locker raus und reinkommen können und nicht behindert werden durch die eigenen toten Bienen, die sie durch die Gitter nicht rausschaffen können. Bei Volk 1 sieht man nichts hinter dem Flugloch, also das Flugloch scheint frei zu sein. Ich mache trotzdem mal auf. Da hängt ein Bienchen dran. Das ist Schnee von gestern. Ja, da liegen ein paar. Und gut ist. Volk 2. Muss ich ein bisschen vorsichtiger agieren. Und hier ist in der Mitte die Bienentraube, kann ich von hier sehen. Das reicht auch schon, kann man sie eigentlich auch sehen. Nee, geht nicht, wird nicht scharf. Ah doch, jetzt hier sieht man, da sieht man sie bewegen. Okay, und zumachen. Volk 3, da sieht man ein bisschen Totenfall, also ein totes Bienchen dahinter. Machen wir gerade mal weg. Ah, das sind noch ein paar andere, ein paar wenige. So. Ein Bienchen wieder rein, die habe ich aus Versehen rausgepult. Wollte ich nicht. Aber hier den Totenfall machen wir weg. So. Und wieder rein. Fertig. Und Volk 4. Was sieht es da aus? Das sind nur wenige. Ganz wenige. Na komm. Und schauen wieder zu. Da haben wir es 5er. Auch wieder fertig. Das war schon wieder im Monat Februar an den Bienen. Mehr gibt es nicht zu tun. Das ist das Maximale, wenn man es überhaupt tun muss. Ich mache es nur einfach, weil es mich interessiert. Eigentlich müsste man es auch gar nicht tun, weil es ist ja alles in Ordnung. Aber schauen wir uns doch mal die Zahlen an. Die sind recht interessant, was die Varroa-Behandlung und der Varroa-Fall anschließend noch ausmachen. Hier sehen wir jetzt alle 5 Völker in der Übersicht. Das ist jeweils eine Monatsübersicht. Hier ist Volk 1. Da ist im ganzen Januar nicht eine einzige Varroa gefallen.
Hier ist Volk 2. Hier sieht man den Varroa-Fall. Das die kleinen Striche sind eine, die mittleren zwei und der größere Strich sind drei Varroen an dem Tag jeweils. Es sind insgesamt 13 Varroen gefallen über den Januar hin. Volk 3, das ist jeweils nur eine Varroa. Die Striche passen sich der Verhältnismäßigkeit an. Also hier haben wir zwei Varroen in der Mitte des Monats. Also hier beim Volk 2 nochmal ganz kurz. Die sind erst offensichtlich, also augenscheinlich hier etwa in der Mitte des Monats Januar aus der Brut gegangen. Erst da war keine Feuchtigkeit mehr auf der Windel, direkt unter dem Bienensitz. Also gehe ich auch davon aus, dass sie hier, erst hier im Januar aus der Brut gegangen sind. Und bei Volk 4 sieht es so aus, da sind 9 Varroen insgesamt gefallen im Monat. Und Volk 5, das war noch eine einzige. Also Volk 2 und 4 sind im Verhältnis zu den anderen Völkern doch deutlich mehr Varroen gefallen noch. Und zwar, wenn ich das mal ein bisschen ranhole, ein bisschen vergrößere. Komm, was sind wir denn? Wo haben wir denn erstmal? Ja klar, Volk 1 brauchen wir eigentlich nicht anschauen. Volk 1 sieht man nur auf dem Blatt, gähnende Leere. Da waren 3 Oxalsäurebehandlungen, also Gas, Oxalsäure-Gas-Behandlung. Am 17.12. war die letzte. Und da ist gar nichts gewesen. Im Volk 2 waren 5 Oxalsäurebehandlungen, die letzte am 25.12., weil es war nach der dritten, war immer noch ein zu starker Varroa-Fall. Habe ich euch aber gezeigt in den Videos. Am 25.12. war die letzte. Und die sind, wie gesagt, etwa hier erst aus der Brut gegangen. Das sind doch im Verhältnis zu den anderen Völkern, sind das einfach 13 Milben zu viel. Und hier haben wir dadurch natürlich, haben wir hier auch einen Monatsschnitt von 0,42 Milben täglich. Das ist schon viel. Sollte an sich nicht so sein. Aber ich kann jetzt keine Oxalsäurebehandlung mehr machen, wenn ich hieraus ein Wirtschaftsvolk erzeugen möchte, wenn die ranwachsen sollen. Deswegen, ich lasse es jetzt einfach mal, ich schaue mir das an, was draus wird und werde es dann sehen. Bei Volk 3, wie gesagt, haben wir 2 Varroen gehabt, das ist in Ordnung. Das ist ein Schnitt von 0,06 Varroen im Monat, kann man lassen. Volk 4, hier waren es 7 Oxalsäurebehandlungen, die letzte auch am 25.12. Und trotzdem noch ziemlich Varroen, also waren auch die Oxalsäurebehandlungen, die 3, die ich am Anfang gemacht habe, waren auch zu wenig. Waren noch zu viele Varroen und deswegen einfach fanden im Endeffekt 7 statt und trotzdem waren noch Varroen im Volk. Hier haben wir 4 Oxalsäurebehandlungen gehabt, beim Volk 5 ist es jetzt im ganzen Januar nur eine einzige Varroa gefallen. Also 7 bei 2 und 5 beim Volk, also 5 bei Volk 2 und 7 bei Volk 4 und die haben trotzdem noch die meisten Varroen, die gefallen sind. Entweder sind jetzt noch ein bisschen Varroen im Volk, was möglich wäre, die sind jetzt in ihrer phoretischen Phase, die sitzen also nicht mehr in der Brut, logisch, wenn keine Brut mehr da ist, die sitzen auf den Ammenbienen, haben sich da unter den Schuppenkleidern versteckt und leben da vor sich hin die nächste Zeit, bis wieder Brut da ist, dass sie wieder loslegen können mit ihrem Zyklus. Wenn natürlich jetzt noch zu viel Varroen im Volk sind, Volk 2 und 4, ja, da kann ich jetzt nichts mehr gegensteuern. Das werde ich halt beobachten müssen, ganz klar. Und ansonsten sollte das an sich jetzt funktionieren. Die Varroa-Behandlung mit dem Oxamaten oder mit dem Gasomaten hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert. Und ich werde auch daran festhalten, denke ich. Ja, denke ich ja. Im März, also nächsten Monat, werde ich dann mal schauen. Da wird hoffentlich schon langsam die Tracht einsetzen. Wird auch nochmal eine Wiegung stattfinden, wenn die Tracht noch nicht da ist, weil dann wird es kritisch. Die Völker gehen es dann bald wieder in Brut. Da wird es kritisch, dann brauchen die viel Futter. Aber ich vermute oder ich bin guter Hoffnung, dass wir im März eine gute Tracht schon haben und dass die gut einfahren können, weil dann muss ich denen auch noch einen zweiten Brutraum aufsetzen. Aber das kommt erst beim nächsten Video dann. Zumindest mal beim März-Video. Aber vorher ist kein anderes Video mehr geplant, weil das war es jetzt für Februar, mehr gibt es nicht. Wenn es euch gefallen hat oder euch vielleicht sogar eine Idee gibt für eure eigenen Bienen, würde mich natürlich sehr freuen. Dann sehen wir uns auch wieder im nächsten Bienenvideo.